geht dann nochmal auf mit einem steileren Konus. Der fährt sich wirklich super und doch halt dann einfach besser funktioniert. Wir haben hier mal ein kleines Modell. Spätverstellung, das ist komplett auf dieser Zündungsseite beachtlich bei einem. Herzlich willkommen Simson-Freunde, heute geht es mal weiter zu einem kleinen technischen Video und zwar geht es um das Thema Kupplung bzw. Reibbeläge, da sind wir ja schon relativ lange dabei. Ihr wisst, wir haben ungefähr vor einem halben Dreivierteljahr unsere CPK-Beläge rausgebracht, um Motoren ausstatten zu können, die einfach mal noch deutlich mehr Leistung haben als die bisherigen Versionen. Und bei den allermeisten Leuten funktionieren die wirklich gut, aber bei einigen wenigen halt auch nicht. Und die Probleme zu lösen, da waren wir jetzt relativ lange dran, weil es gibt einfach verschiedene Möglichkeiten, aber es gibt eine kurze Version, die mache ich jetzt gleich. Danach erkläre ich, wie das Ganze technisch zusammenhängt, für die, die Hintergründe dazu wissen wollen. Aber wie gesagt, wir haben jetzt eine Lösung gefunden, die super funktioniert. Zum einen, was die Dosierbarkeit angeht, ne, das war Punkt 1, der manchmal bemängelt worden ist. Sprich, wenn ich praktisch anfahren möchte und die Kupplung rauslassen möchte bis zu dem Schleifpunkt, wo sie dann beginnt zu Verbindung herzustellen, dass dort an diesem Punkt einfach die Kupplungskraft oder die Übertragung nicht dosierbar möglich war oder schlecht möglich war. Ne? Es hat praktisch gerupft, es war schwierig oder schwieriger möglich, einfach so sanft anzufahren und die Motorleistung gleichmäßig freizugeben, wie es eigentlich sein sollte. Dieses Problem ist gelöst und Problem 2, was nicht unbedingt jetzt mit unseren Reibbelägen zusammenhängt, aber generell mit Tuning-Kupplungen, gab es ja noch das Thema dieses Verkleben im kalten Zustand. Also sprich, wenn der Motor in mehr als einen Tag gestanden hat, das erste Lösen der Kupplung, dass die sich dort wie zusammen verklebt miteinander. Das war nicht eine Sache vom Reibbelag selber, das trat auch mit vorhergehenden Reibbelägen auf. Auch dieses Problem ist komplett beseitigt. Wir haben weil das natürlich unschön ist für die Kunden, bei denen das wirklich aufgetreten ist, haben wir auch die Möglichkeit geschaffen, diese Reibbeläge zu überarbeiten. Dieser Projekt oder dieses Prozess geht schon eine ganze Weile. Also wir haben dieses Update von diesen Reibbelägen schon Ende Januar eingeführt. Also jede Kupplung, die bei uns rausgegangen ist, ab 1. Februar, hat schon diese neue überarbeitete Version von diesen Reibbelägen. Und wir haben dort auch schon einiges an Feedback zurückgekommen, was durchweg positiv ist, diese zwei Punkte hier gerade angeht. Also dort könnt ihr wirklich relativ beruhigt sein. Und für alle Kunden, die Probleme mit diesen beiden Punkten hier haben, haben wir dort eine kostenlose Überarbeitung dieser Reibbeläge jetzt in den Shop genommen. Ihr schickt uns euren Satz Reibbeläge zu. Ihr findet dazu im Shop bei uns einen speziellen Artikel, der nennt sich Überarbeitung CPK-Belag. Da steht 1 Cent als Pauschalbetrag drin. Wir berechnen da aber nichts dafür. Das hat nur organisatorische Gründe. Ihr wählt diese Überarbeitung aus, 5, 6 oder 7 Mal, je nachdem, was ihr halt für eine Kupplung habt. Schickt uns die Kupplung oder nur die Reibbeläge, was wir eigentlich brauchen, frei Haus zu. Wir machen euch die komplett Gratis-Überarbeitung und schicken es euch dann wiederum ohne Versandkosten zu. Also sprich, das Einzige, was ihr zu tragen habt, ist die Versandkosten zu uns oder ihr legt sie halt irgendwo bei, was ihr sowieso zu uns schickt. Und ihr bekommt von uns die Beläge so überarbeitet, dass das auch bei diesen Motoren jetzt keine Probleme mehr macht. Bevor ich anfange, die technischen Hintergründe von diesem Thema hier zu eruieren, noch ein kleines Angebot. Wir haben in der Dezember oder in unserer Weihnachtsaktion hatten wir ein Bundle drin gehabt, bestehend aus unserem nadelgelagerten Primärtrieb H14 in Verbindung mit unserer jeweiligen R5, R6, R7 Kupplung.
Und das ist so super angekommen, dass wir uns überlegt haben, das auch weiterhin im Shop zu lassen. Also diese beiden Komponenten, weil sie halt einfach ja, auch mehr oder weniger zusammengehören. Klar, es funktioniert beides auch jeweils getrennt voneinander mit Fremdteilen, aber es sind schon zwei Parameter, die wirklich genau aufeinander abgestimmt sind. Von daher haben wir das als Bundle-Angebot jetzt hier mit reingenommen, spart ihr euch ein paar Prozent. Von daher ist es auf jeden Fall eine, ja, auch für die längere Zeit jetzt ein super Angebot. Das wollte ich einfach nur mal erwähnen. Und ja, jetzt will ich für die, die es interessiert, das Ganze technisch mal noch ein kleines bisschen beleuchten, was die Hintergründe sind, wie wir das Ganze gelöst haben. Wer es interessiert oder so überhaupt solche technischen Hintergründe, gerne auch den Kanal mal abonnieren. Wir haben dort relativ viele solche ja, Hintergrundvideos, was nicht nur rein Produktvorstellungen sind, sondern technische Erklärungen. Und ja, für die, die es interessiert, bestimmt keine schlechte Sache. Ich habe jetzt schon 3-4 Tage lang überlegt, wie ich euch das grafisch darstellen kann, was bei der in so einer Kupplung passiert oder was zu diesem Problem hier geführt hat. Weil im Prinzip geht es darum, dass die Kupplung, was die Dosierbarkeit hier angeht, dass die Kupplung eigentlich so viel mehr Kraft übertragen kann, wie der Motor hat. Je mehr das der Fall ist, desto schwieriger ist halt die Dosierbarkeit. Ne? Weil im Prinzip, ihr müsst euch vorstellen, die Kupplung kann in Drehmoment übertragen, zum Beispiel 25 Newtonmeter. Wenn ihr jetzt nur einen Motor habt, der einfach nur 10 Newtonmeter hat, dann habt ihr das bisher so gemacht, oder ihr zieht die Kupplung ist getrennt, legt einen Gang ein. Beim Einkuppeln macht ihr ja im Prinzip nichts anderes, als ganz dosiert die Federkraft zu erhöhen, sodass die Kupplung sich schließt, dass die Reibscheiben und die Stahlscheiben aufeinander reiben, am Anfang mit ganz wenig Kraft, dann immer mehr, je nachdem, wie weit ihr die Kupplung rauslasst. Und dabei soll halt die Kraftübertragung möglichst gleichmäßig oder die möglichst gleichmäßig und sanft reiben und erlauben, dass ihr das praktisch wirklich schön dosieren könnt. Je nachdem, ob ich ein kleines bisschen mehr die Kupplung dann ziehe oder weniger, um damit die Leistung, die von der Kurbelwelle bis zum Hinterrad abgegeben werden kann, dosieren zu können. Der Punkt war jetzt mit unseren CPK-Reibbelägen, die waren einfach vom Reibwert oder von der möglichen Kraftübertragung so groß, dass in dem Moment, wo die Druck bekommen haben, also die Reibscheiben selber mit den Stahlscheiben, einfach bei relativ wenig Druck die Kupplung schon so angefangen hat, sich ineinander zu verbeißen, dass dadurch dieses Dosieren nicht möglich war. Also die hat praktisch bei relativ wenig Federkraft schon im Prinzip angefangen, voll die Reibung so aufzubauen und die Kraft zu übertragen, dass dadurch natürlich gleich die volle Leistung da war. Sprich, das ist dann dieses schlecht Dosieren. Wenn ihr zum Beispiel in irgendwelchen größeren Motorrädern oder auch Crossern, ne, es gibt die kleinen Crosser von 80 bis 400 Kubik, die alle Kupplungen haben, die mehr oder weniger ähnlich aussehen, die aber komplett anders konfiguriert sind. Dort ist es im Prinzip dasselbe Thema. Da macht auch der Hersteller für jedes einzelne Modell eine anders konfigurierte Kupplung. Das macht er auch deswegen, da wäre mit Sicherheit auch die preiswerteste Möglichkeit, einfach die Kupplung von der 450er, die auch easy zu dosieren ist, in alle kleineren Motoren reinzustecken. Aber dann hast du genau dasselbe Problem, dass die einfach in den kleineren Motoren schwierig dosierbar ist, weil, wie gesagt, das günstigste wäre für die Dosierung eigentlich, wenn die Kupplung nur relativ gering über der Maximalkraft des Motors halt liegt, weil dann habe ich halt den kompletten Bereich der Federnkraft oder 80% von den Federn, von der Federkraft, die zur Verfügung steht, habe ich dann im Prinzip einfach zur Dosierung der Motorleistung halt übrig. Das heißt, wenn der Motor einfach dreimal so viel Leistung hat, wie die Kupplung übertragen kann, dann habe ich halt einfach nur ein Drittel der Federkraft zur Verfügung, um diesen Bereich abzudecken. Und in dem Moment, wo ich dann mit der Federkraft darüber komme, ist die Kupplung schon komplett zu und überträgt die komplette Leistung. Deswegen ist es halt von unserer Seite her nicht ganz so einfach, eine Kupplung zu bauen, die sowohl in einem
ganz seriennahen Motor verwendet oder perfekt funktioniert, weil auch dort wird unsere Kupplung ja super angenommen, weil sie halt einfach so leicht zu dosieren ist. Aber auf der anderen Seite halt auch in einem 20 PS Motor. Unsere Möglichkeit mit dem Weglassen der verschiedenen Federn geht da schon genau in diese Richtung, dass ich praktisch für diese schwächeren Motoren auch die Kraftübertragung der Kupplung ein Stück nach unten setze, was der Dosierung zugute kommt. Das macht es halt relativ schwierig, in dem Simson-Segment so eine Kupplung zu bauen, die so einen riesen breiten Bereich an Möglichkeiten hier abdeckt. Und das ist halt schwierig wegzubekommen. Wir haben dort relativ viel probiert. Der Projekt oder dieser Prozess ging ungefähr seit dem Herbst schon, wo wir dort dran waren, diese Sachen zu lösen. Es war aber aus verschiedenen Gründen nicht ganz so einfach, und zwar, weil wir selber oft diese Probleme halt auch gar nicht hatten. Also wir haben auch ganz viele Kunden, wo auch diese Dosierbarkeit, die haben wunderbar funktioniert und die dort einfach kein Problem hatten. Und das hat es halt für uns ein bisschen schwer gemacht, überhaupt zu analysieren, wo das Ganze herkommt. Und ich kann es halt nur dann abstellen, wenn ich wirklich einen Motor habe, wo ich das wirklich dieses Problem halt habe und sehe und probieren kann, ob was besser oder halt schlechter wird. Und deswegen haben wir und eine ganze Reihe verschiedene Sachen probiert, auch weggeschickt an Testkunden, bis wir dann zu dieser Lösung hier gekommen sind. Aber wie gesagt, da gibt es x verschiedene Lösungen, weil im Prinzip eine Kupplung ist ein komplexes Bauteil, was ganz viele Anforderungen zu erfüllen hat. Weil im Prinzip, was will ich von der Kupplung? Ich möchte zum einen eine möglichst große Kraftübertragung, sprich die Kupplung soll viel Leistung übertragen. Ich möchte auf der anderen Seite auch einen perfekten Freilauf, also wenn ich die Kupplung trenne, dass die wirklich perfekt auseinander geht. Wie oft mal irgendwo in Videos gezeigt wird, wenn ich das hier im Zustand bei so einem Motor, ne, wie toll und frei sich hier das hier drehen lässt, ist völlig belanglos, weil es sind halt komplett, fremde Bedingungen, die so in dem Motor nicht zutreffen, so trocken wie die Kupplung jetzt hier ist, ist das im Prinzip belanglos. Die Kupplung sollte möglichst von der Dosierbarkeit gut sein, sprich, wenn der Druckpunkt beginnt einzusetzen, dass ich das dann wirklich dosieren kann einfach. Die sollte von der Federkraft her leicht sein. Das war ja ein Hauptpunkt von unserer Kupplung, die unsere Kupplung wirklich besser macht als jede andere. Und zu guter Letzt sollte natürlich auch die Standfestigkeit von den Reibbelägen her ideal sein. Da hatten wir bisher auch überhaupt gar kein Problem. Also Standfestigkeitsprobleme gibt es in dem Sinne nicht. Und wir brauchen eine gewisse Temperaturstabilität. Damit meine ich, es muss keinen Unterschied machen, ob die Kupplung 10 Grad heiß ist oder 200 an der Dicke von dem Belag, weil sonst habe ich einfach das Problem, dass der Druckpunkt, wo die Kupplung beginnt zu trennen oder zu schließen, einfach im Hebel wandert, weil das Kupplungspaket sich dicker oder dünner macht und ich dadurch ständig den Hebel nachstellen müsste bei heißem Motor, funktioniert auch nicht. Und sie sollte möglichst ölunempfindlich sein. Das heißt, klar, wir geben ein Öl vor, das soll reingekippt werden möglichst. Aber der Idealfall ist eigentlich, dass das mit jedem Getriebeöl funktioniert und dass die dort relativ unempfindlich ist. Und das Problem ist, je nachdem, welche Parameter ich jetzt hier anfasse, weil es gibt relativ viele Parameter, die ich an der Kupplung verändern kann, um diese Eigenschaften zu erreichen. Ich kann das mit dem Reibwert der Scheiben, ne, weil das ist ja der große Unterschied unserer CPK-Reibbeläge, dass die einfach vom Material, dieses Carbon-basiert, so härter und haltbarer sind, dass sie dort einfach mehr Kraft und mehr Temperatur abkönnen. Ich kann das mit der Anzahl der Reibscheibenpaarungen vergrößern, die möglichst Kraftübertragung. Ich kann die Oberfläche der Kraftübertragung vergrößern, indem ich praktisch diese Flächen hier mehr oder weniger groß oder kleiner halt mache. Beziehungsweise dasselbe trifft auf die Kontaktfläche pro Scheibe zu. Und ich kann nicht zu guter Letzt die Anpresskraft der Kupplung selber über die Anzahl der Federn, über die Straffheit der Federn justieren. Alles mehr oder weniger hat, alle diese Parameter haben Einfluss darauf, auf diese Parameter, was ich hier schon sagte, wie sich die Kupplung
anfühlt oder was sie halt kann. Und je nachdem, in welchen Bereichen ich jetzt hier arbeite oder verändere, beeinflusse ich aber halt einfach verschiedene Sachen. Was wir halt nicht wollten, ist zum Beispiel dieses Verkleben-Problem. Das kann ich relativ einfach lösen. Das ist einfach nicht ein Verkleben in dem Sinn, sondern es ist eine Frage der Adhäsion. Ne? Also praktisch, wenn du zwei komplett plane Flächen mit ein kleines bisschen Öl aneinander liegen, entsteht dadurch praktisch ein Unterdruck, weil es das Öl rauspresst und dann sind die einfach wie verklebt. Also nicht, da ist kein Klebstoff oder was dran. Ne? Das ist eine reine Anhaftung, sage ich mal. Das kann ich relativ simpel lösen, einfach indem ich diese Scheiben hier perforiere, wie das auch original gemacht worden ist in DDR-Zeiten. Ich kann die Scheiben schlitzen, um praktisch diesen Unterdruck dort zu beseitigen. Allerdings, diese Punkte haben dann halt immer auch negative Auswirkungen auf zum Beispiel auf die Standfestigkeit dieser Scheiben, weil je mehr ich das tue, desto mehr wird das hier runtergerieben, ne? Desto mehr Verschleiß habe ich halt. Das wollten wir halt nicht unbedingt in Kauf nehmen. Deswegen ist das halt dort ausgefallen. Wir haben auch mit verschiedenen Trägermaterialien probiert. Allerdings sind wir dort immer noch von unserem CPK-Material hier so überzeugt, dass wir dann im Endeffekt wieder dorthin zurückgekommen sind, sodass wir das am Ende über die Fläche der Kraftübertragung hier gemacht haben. Das sieht relativ simpel aus. Diese Rille, die hier im Prinzip hier eingearbeitet ist, ich weiß nicht, ob man es sehr schön sieht im Video hier. Aber was wir damit erreichen, sind zwei Punkte. Zum einen ist die Fläche, die einzelnen Flächen dieser Übertragungspunkte wesentlich geringer und dadurch die Anpresskraft an den restlichen zur Verfügung stehenden Flächen natürlich umso größer, weil die Federkraft ist ja dieselbe, die sich einfach auf eine geringere Fläche aufteilt. Und dadurch kommt halt einfach diese Balance besser, dass speziell bei Motoren, die relativ wenig Leistung haben, die Kraft einfach weicher zu dosieren ist. Und wir haben ja relativ viel experimentiert mit Restfläche oder was man dort wegmachen soll und sind hier wirklich zu einer Lösung gekommen, die wir die bisher bei keinem Motor irgendwelche Probleme gemacht hat oder sich bei jedem Motor super angefühlt haben. Wir haben die Motoren oder diese Art Kupplungsschreibscheiben von SR2 Motoren mit 4 PS bis jetzt letztens sogar Zweizylinder Motoren montiert, um wirklich alle möglichen Eventualitäten auszutesten, weil, wie gesagt, wir hatten auch wir selber auch mit der vorhergehenden Standardversion eigentlich keine Probleme gehabt, aber bei einigen Kunden gab es halt dann doch Probleme. Und um da sicher zu sein, dass wir dort nicht wieder dasselbe Problem haben, haben wir das lieber relativ breit gefächert in unseren Testmotoren. Wir haben letztens ein Video gemacht von einem Zweizylinder-Motor, gerade mit relativ viel Leistung. Selbst da war diese Kupplung schon drin. Wir haben sie an einige 60er-Motoren schon jetzt mehrere Monate auf der Straße zum Fahren. Also es gibt dort wirklich, wir haben es wirklich versucht, so breit wie möglich zu streuen, auch für Kunden, die teilweise nicht unser Öl reinkippen. Und haben jetzt wirklich mit dieser Lösung einen Reibbelag gefunden, der wirklich zum einen sich wirklich wunderschön dosieren lässt, ne? Also wo man wirklich anfahren kann, wie man das im Trail zum Beispiel nutzt, ne? Also perfekt dosierbar und auch dieses Problem jetzt lösen können mit diesem Anhaften der Kupplung nach langer Standzeit. Also das Längste, was ich jetzt leider im Motor stehen lassen hatte, war 2 Wochen. Das wird die Zeit bringen, aber 2 Wochen bisher dieser Effekt, wenn er aufgetreten ist, dann war es immer so, dass er schon über Nacht aufgetreten ist. Also sprich von einem zum nächsten Tag und sodass dieses Problem jetzt wirklich gelöst ist, sodass man, wenn man da zum ersten Mal die Kupplung zieht, früh den Gang einlegt, nicht sofort das Motor in Satz macht, weil halt die Kupplung eigentlich nicht trennt, sondern noch offen steht. Also wie gesagt, wir haben hier eine Lösung gefunden, wo wir wirklich die Punkte, die uns wichtig waren, die Federkraft, wir hätten die Federkraft auch erhöhen können, um das Ganze zu lösen. Wir wollten halt wirklich die Punkte, die positiven Punkte unserer Kupplung nicht wirklich verlieren. Die da heißt, dass es die am leichtesten zu dosierende oder bedienende Kupplung wirklich auf dem Markt ist, von der geringsten Federkraft.
dass es das leichteste Komplettsystem ist, was halt einfach relativ universell einzusetzen ist. Deswegen war uns so wichtig, diese Komponenten hier nicht oder diese Parameter nicht zu verlieren. Und ja, deswegen sind wir halt jetzt wirklich hier relativ glücklich mit dieser Lösung, die wir hier gefunden haben. Ja, ich habe es schon erwähnt, seit 3 Wochen, seit wir die im Umlauf haben, haben wir nur positives Feedback. Ich gehe auch davon aus, dass das jetzt in größeren Stückzahlen so ist. Auch bei den Kunden, wie gesagt, die diese Scheibenüberarbeitung hier in Kauf nehmen. Nochmal, das betrifft nur die CBK-Belege, ne? Also nicht die Standardbelege. Schickt die uns ein, schaut euch das im Shop an, gibt einfach nur, wenn ihr Überarbeitung bei uns in die Suchmaske eingibt, werdet ihr diesen Artikel schon finden. Nicht wunder, da steht 1 Cent drin, das hat aber nur technische Gründe bei uns, dass wir eure Adresse, wir machen das kostenlos. Und dann gehe ich davon aus, dass diese Kupplung auch weiterhin das beste Produkt ist, was auf dem Markt halt sich befindet, wenn man alle Parameter hier zusammenzählt. Und wünsche euch viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal.